Der SK Sturm Graz blickt auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück, die sie mit dem Vizemeistertitel abgeschlossen haben. Maßgeblichen Anteil daran hat Cheftrainer Christian Ilzer und mit ihm sprechen wir heute im Trainingszentrum hier in Messendorf über die Ambitionen, aber auch die vergangenen Erinnerungen. Zunächst einmal vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Beginnen wir vielleicht mal mit dem, was aktuell ist. Wir sehen auch im Hintergrund, wird kräftig aufgebaut. Heute ist Mannschaftsfototermin, darauf folgender Family Day, wo viele, viele Mitglieder und Fans auch dabei sein dürfen, um den Burschen auf die Füße zu schauen. Wie war denn die schweißtreibende Vorbereitung? Es waren doch sehr viele heiße Tage dabei. Viele heiße Tage, viele intensive Trainingseinheiten. Ja, wir stecken noch mittendrin in der Vorbereitung. Es wartet auch heute wieder intensive Einheit auf die Jungs und ja, davor Mannschaftsfoto. Viele Kinder, Familien werden heute dann am Rande des Trainings beobachten und das taugt mir, dass wir einfach angreifbar werden, dass auch viele, vor allem auch viele Kinder wieder sich für den SK Sturm interessieren und das gefällt mir. Ich war ja selber als Kind auch immer wieder im Stadion und sehr nah bei der Mannschaft und das hat mir einfach auch ja, viel gegeben als Kind und das freut mich, dass wir einfach auch wieder für die Kids richtig attraktiv werden. Wie viel Identifikation steckt denn Christian Ilzer in der dritten Saison? Hat sich das von Jahr zu Jahr ein bisschen angehäuft oder gleichbleibend, weil seit der Kindheit eh schon Sturmanhänger? Naja, ich war als Kind war ich Sturmanhänger und dann habe ich mich als Erwachsener, nachdem ich meinen Traum Profifußballer nicht realisieren habe können, zu einem Trainer entwickelt, über viele Jahre zu einem Trainer entwickelt, aus den unteren Ligen raus und dann ist aber ein Trainer, Christian Ilzer, und kein Fußballfan mehr geworden. Aber natürlich war es schon ein besonderes Gefühl, auch ein Gefühl, das man schon ja, mit Stolz und eine große Ehre für mich war, Trainer beim SK Sturm zu werden. Und wir haben einfach jetzt zwei sehr erfolgreiche Jahre hinter uns und bekanntlich ist ja dann, wenn man erfolgreich wo ist ja dann besonders schön, aber es heißt auch immer, ja, den Erfolg, der gehört auch immer wieder bestätigt. Du musst da den Sieg immer wieder neu erarbeiten und wenn du irgendwas geschafft hast, im gleichen Moment beginnt bei mir auch schon wieder sich die Zahnräder zu drehen und wie kann man diesen Erfolg jetzt wiederholen, wie kann man das bestätigen und zu wissen, da muss ich noch mehr investieren, noch mehr leisten und das ist natürlich auch immer das Trügerische beim Erfolg, der stellt dich auf eine Bühne und im gleichen Moment knipst er da auch wieder die Lichter aus und das muss jedem da bewusst sein. Ein Wort würde ich ganz gerne aufgreifen aus dieser Aussage. Du hast gesagt, du bist weit unten gestartet, hast dich sukzessive in den Profifußball heraufgekämpft. Wie viel Stolz ist da auch in dir drin, dass du dich von der ersten Klasse, glaube ich, sprich 8. Klasse in der Steiermark bis zum Bundesligisten durchgeboxt hast und jetzt eigentlich auch einer der angesagtesten Trainer in Österreich bist? Stolz, vielleicht, wenn man sieht, wenn ich nur mit meiner Frau, die schon dabei war, als ich noch in der letzten Klasse in der Steiermark Trainer war, auf kleinen Sportplätzen und sie mich dann aber im letzten Jahr nach Monaco begleitet hat, dann war es vielleicht schon ein Stolz auf einen Weg, der dann auch schon auf ein richtig gutes Niveau dann sich befindet oder wo in die Europa League Gruppenphase gegangen ist, schon ein großes europäisches Stadion. Aber insgesamt ist nicht Stolz, sondern einfach ein Weg, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Jede einzelne Station hat mir Freude gemacht, war immer wieder mit Hindernissen, mit Herausforderungen verbunden und ich liebe es, Herausforderungen anzunehmen und die dann auch zu meistern. Und wenn man dann Herausforderungen, die sehr groß sind, auch meistert, dann kann man schon einmal stolz auf sich sein. Aber ich denke, es ist einfach ein Weg zu einer Trainerpersönlichkeit, die man sich irgendwo im Kopf drinnen hat und da bin ich noch lange nicht an mein Ziel. Ja, kommen wir vielleicht gleich zu diesem nächsten Schritt, den du vielleicht dann in den nächsten Jahren noch angehen wirst, denn das Ausland hat theoretisch mit Young Boys Bern angeklopft. Letztendlich hast du dich dann aber auch für Sturm Graz entschieden, weil es wahrscheinlich hier auch super Rahmenbedingungen gibt und keinen Grund zu wechseln gab. Trotzdem im Hinterkopf schon irgendwo eine Liga, die attraktiv genug wäre, um auch als Christian Ilzer als Trainer tätig zu sein? Nein, das habe ich gar nicht. Das sind einfach immer wieder Gerüchte, die dann aufkommen. Aber ich fühle mich einfach beim SK Sturm wahnsinnig wohl. Es ist einfach das Gefühl von mir da, dass eine super Dynamik drinnen ist. Die Zusammenarbeit mit Andi Schicker einfach auf top professionellem Niveau basiert.
dass wir uns super austauschen, permanent versuchen, und unseren Weg weiter zu verbessern. Und das funktioniert einfach auf diese Art und Weise, wie wir so eine Zusammenarbeit vorstellen. Und deshalb habe ich jetzt einfach auch keinen Grund, Sturm Graz zu verlassen. Aber jeder kennt den Fußball, jeder weiß, wie schnell es dann auch im Fußball gehen kann. Deshalb möchte ich mich auch nicht verschließen und sagen, ja, da gibt es nichts, es wird immer Sturm sein. Aktuell ist es für mich einfach das absolut Beste, was ich mir vorstellen kann. Wie gesagt, die Herausforderungen werden von Jahr zu Jahr, gibt es wieder neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und das, ja, es ist einfach richtig top, da zu arbeiten. Und deshalb sehe ich im Moment überhaupt keinen Grund, da irgendwo hinzuwechseln, und kann schon ein paar gut klingende Möglichkeiten dann kann denen auch widerstehen. Ja. Also rund um das Gespann der Funktionäre dürfte die Harmonie stimmen. Mit 9 Spielern muss man erst herausfinden, ob es passt oder nicht. Vor kurzem ist jetzt auch der Transfer mit Dominik Orosch von Vitesse Arnhem fixiert worden, den wir aus seiner Lieferinger Zeit noch kommen. Der ein oder andere weitere Neuzugang ist hinzugekommen. Was für ein Sturm Graz können wir erwarten ab Saisonstart? Etwas offensiver, defensiver oder in der Breite einfach qualitativ gestärkter? Ja, grundsätzlich gilt es natürlich auch, einen Kader zu haben, der in der Breite richtig gut aufgestellt ist, weil wir einfach eine enorme Anzahl an Spielen in einem kurzen Zeitraum haben. Es warten in 3,5 Monaten 27 bis 29 Spiele. Das ist schon eine richtige Menge, wenn man vergleicht, dass wir im Vorjahr schon ein sehr intensives Programm gehabt haben und heuer ein ähnliches Programm, aber mit einem Monat weniger Zeit haben. Also haben erwartet auf die Jungs schon eine enorme, genauso wie aufs Trainerteam, betreut immer enorme Beanspruchung. Dafür ist wichtig, in der Breite gut aufgestellt zu sein. Aber wir haben schon auch versucht, uns auch in der Spitze zu verbessern mit unseren Transfers. Denke ich, wir haben Spieler dann zu uns geholt, die sehr, sehr genau in unser Anforderungsprofil passen. Und von dem her blicke ich schon mit großer Zuversicht in die neue Saison. Beim Wissen natürlich, dass die Liga definitiv zugelegt hat in der Breite, aber in der Spitze, in der Stärke wieder. Und das heißt auch für uns, um ähnlichen Erfolg zu haben, müssen wir uns definitiv auch verstärken, verbessern, weiterentwickeln. Und das ist unsere Aufgabe in dieser Vorbereitungszeit. Jetzt gibt es zumindest auf verschiedensten Transferlisten noch zwei Namen, die auftauchen, wo zumindest Interesse von anderen Vereinen besteht. Alexander Prass wird mit Mainz theoretisch in Verbindung gebracht, und die USA dürfte nach Jakob Jantscher die Fühler ausgestreckt haben. Zwei Spieler, die natürlich in das Vorjahreskonzept wunderbar hineingepasst haben und wie sehr fehlen würden oder bleiben die fix? Kann man da schon irgendwas dazu sagen? Ah, es ist gerade die zwei, aber auch noch andere. Es gibt ja immer wieder Interessen. Spieler haben sich einfach mit ihren Leistungen in der letzten Saison interessant gemacht, im internationalen Markt interessant gemacht. Aber ja, ähnlich wie bei mir wissen auch die Spieler, was am SK Sturm haben. Und deshalb ist es Andi Schicker gelungen, diese erfolgreiche Mannschaft zum Großteil zu halten. Und das ist nicht so einfach. Und deshalb auch natürlich schon eine große Wertschätzung an die Arbeit vom Andi, dass es gelungen ist, einfach dieses Team zu halten, plus gezielte Verstärkungen dann nach Graz zu bringen. Und ich denke, es weiß jeder, was am SK Sturm hat, was wir da für Plattform haben, welche Top-Fangemeinde diesen Verein begleitet. Und ja, wir haben hier beste Bedingungen, um uns weiterzuentwickeln, das ist, was natürlich auch unser großes Ziel sein muss. Und ich spüre bei allen Spielern noch diese Gier, diesen Hunger, und das ist mir wichtig. Also das muss da sein, wenn ein Spieler für sich entscheidet, er ist fertig mit dem Schritt, dann darf man ihm auch nichts in den Weg legen, muss man schauen, dass man das wirtschaftlich gut abwickelt. Aber alle Spieler, die hier sind, die streben schon die nächsten Schritte und unsere nächsten gemeinsamen Weiterentwicklungsschritte mit SK Sturm. Gibt es mit dem Abschluss des Vertrages von Dominik Orosch jetzt noch Bedarf auf gewissen Positionen, um nachzujustieren, oder sieht man sich jetzt schon mit der Kaderbreite gut aufgestellt? Grundsätzlich sind wir mal gut aufgestellt. Die Transferzeit ist schon noch, die dauert noch ein paar Wochen. Und von dem her haben wir uns natürlich noch auf der einen oder anderen Position, werden wir mal schauen, wie das dann funktioniert, wie wir dann auch in die Saison starten. Und ja, wenn es noch was zu tun gibt, dann werden wir noch was tun. Und dann ansonsten werden wir aber unseren Kader nicht überbesetzen, weil es ist schon auch mein Zugang, dass wir einen Kader dann nicht zu überfüllen
sollte, weil man einfach, weil das nimmt einfach immer Dynamik, in eine Gruppendynamik und das ist aber genauso wichtig wie Qualität, die dann in der Mannschaft ist, dass man ein super Teamspirit und eine super Dynamik dann im Kader hat. Jetzt haben wir uns vorher überhalten über deine Person, über deinen Werdegang, über die Vorbereitung beim SK Sturm. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was kann passieren in deiner dritten Saison. Auf nationaler Ebene wissen wir, dass gegen Salzburg fast kein Kraut gewachsen ist. Bevor wir auf den Gegner Salzburg zu sprechen kommen, wir können uns erinnern, in der Vorsaison gab es zu Beginn eine sogenannte Dreiklassengesellschaft. Salzburg war vorne, Sturm Graz dahinter und dann von Rang 3 bis 12 ein breites Spektrum an Bundesliga-Mannschaften. Was hast du da gedacht, wie du die Tabelle damals betrachtet hast, dass ihr die einzigen Verfolger auch werden könntet? Nein, also wir haben einen super Start erwischt. Natürlich leider nicht so, wie wir es uns vorgestellt hätten, weil dann hätten wir erstmals, da war ja noch Corona-Pandemie, erstmals wieder volles Haus und alles angerichtet, um Salzburg vielleicht einmal sehr früh ein Bein zu stellen. Aber wenn man so die letzten Jahre sich dann anschaut, war das nie möglich. Salzburg hat immer Raketenstart gehabt, die ersten 7, 8, 10 Runden gewonnen. Aber wir sind nach dem Salzburg-Spiel, wir haben viel daraus mitgenommen aus dem Spiel und haben dann einen richtig guten Lauf entwickelt gegen LASK gewonnen, gegen WRC gewonnen, gegen Rapid gewonnen und haben uns dann dort schon ein bisschen absetzen können. Muss man aber sagen, es war für Rapid, die früher eingestiegen sind in den Qualifikationsmodus, für LASK, die dann auch ein bisschen früher eingestiegen sind. Da haben wir natürlich dann vielleicht das für uns super ausgenutzt und als wir dann in diese Müdigkeit, wo wir schon ein bisschen überspielt waren, Ende Oktober, November reinkommen sind, haben wir dann einen ganz guten Polster gehabt und den haben wir dann gut durchgeschoben bis zum Ende des Grunddurchgangs und haben uns in eine super Position gebracht für die Meistergruppe und dort ja, sind wir dann auch wieder quasi ähnlich davongezogen vor den anderen. Salzburg war natürlich nochmal doppelt so weit vor uns, aber vor den anderen und haben uns dann ja, am Ende ganz klar diese Vizemeisterschaft geholt. Vielleicht ganz direkt die Frage gestellt, mit welcher Zielsetzung geht man hinein in diese Saison? Salzburg ärgern, den zweiten Platz bestätigen oder gibt es tatsächlich auch eine realistische Chance, um diesen Kader irgendwie zu brechen? Ja, es ist, man soll ja immer nach dem Maximum streben und sich selber keine Barrieren im Kopf machen, aber es ist nahezu unrealistisch, Salzburg zu gefährden. Wenn wir schon eine super Saison spielen, und trotzdem noch über 20 Punkte ohne Punkteteilung hinter Salzburg liegen, dann weiß man, wie unerreichbar Salzburg in Österreich ist. Und das zeigen ja auch alle Werte, was im Hintergrund mitspielen. Jetzt über 250 Millionen Marktwert, 90 Millionen Transfer plus in dieser Sommertransferperiode. Also das ist in Österreich eine andere Sphäre. Und das widerspiegelt sich halt natürlich auch in klaren Erringen der Meistertitel in den letzten Jahren. Seit Rangnick dort übernommen hat, waren sie einfach Serienmeister und über eine ganze Saison einfach nicht zum Birgen. Das war in den letzten Jahren so und genauso schätze ich es auch heuer wieder ein. Mit ihrer langjährigen Strategie, die sie auch schon verfolgen, haben sie einfach immer wieder diese Top-Spieler dann an der Angel, Dirk Hitte, der nächste Drogba, ganze Welt will ihn, er geht nach Salzburg. Also es ist schon ja, großes natürlich Anerkennung ihrer Arbeit. Wir beißen uns halt dahinter die Zähne aus, aber darf man das auch nicht so sehen, weil insgesamt gibt es natürlich für den zweiten Platz dann auch aufgrund der Leistungen, die Salzburg, aber auch LASK Rapid in den Jahren davor gebracht hat, auch einen super Preis und den genießen wir heuer, dass wir Q3 Champions League sind und deshalb ist, denke ich, zweiter, dritter Platz, also dahinter einfach best auf den Rest zu werden, jetzt wenn man rein aufs Ergebnis sagt, ist schon eine großartige Leistung in Österreich. Das wollen natürlich alle. Alle haben richtig aufgerüstet jetzt. Und deshalb wird das eine genügend Herausforderung, eine ähnliche Saison wie im letzten Jahr zu spielen, uns weiterzuentwickeln, inhaltlich weiterzuentwickeln. Da fokussiere ich mich dann nicht so aufs Ergebnis. Ich habe einfach meine klaren Ideen, wie die einzelnen Spielphasen, wie unsere Prinzipien dann weiterentwickeln will, wie wir einfach vom mentalen Zugang hungrig, frisch bleiben wollen. Wie wir natürlich im Cup besser abschneiden wollen im letzten Jahr und auch aus der internationalen Erfahrung, die wir im letzten Jahr in einer sehr starken Gruppe gemacht haben, wie wir daraus profitieren wollen und heuer ja, wahrscheinlich in einer ähnlich starken Gruppe
Bestfall Champions League, mhm. Bestfall, da muss aber schon, ja, da muss 4 Traumspiele gelingen, aber der Traum lebt in unseren Köpfen, mhm. und, aber wir haben ein internationales gutes Menü und das, da wollen wir einfach die Erfahrung vom letzten Jahr dann mitnehmen. Was hat man für Erkenntnisse gewonnen aus der vergangenen europäischen Spitzengruppe mit Monaco, Sociedad und PSV Eindhoven, wo man wahrscheinlich oder garantiert als Außenseiter reingegangen ist, aber teilweise ganz passable Leistungen auch gezeigt hat? Ja, das sehe ich genauso. Also die Leistungen gegen diese Top-Teams waren dann wirklich in Ordnung. Aber wenn wir es oft nicht über ein ganzes Spiel gezeigt haben, aber wir haben richtig gute Phasen gespielt. Wenn man am Anfang, da waren die Füße bleiern, wenn man an Monaco denkt, da hat man einfach gemerkt, waren ja das zweitjüngste Team im letzten Jahr nach Salzburg, viele die Premierensaison in der Bundesliga, für fast alle Premierensaison am internationalen Bankett. Und da war natürlich am Anfang großer Respekt, Nervosität vor diesen großen Teams da, das haben wir dann aber schon über die Spiele dann abgelegt und haben dann ja Achtungserfolge mit einem Punktegewinn in San Sebastian gegen Real Sociedad, mit einem, ja, einem Punktegewinn, der fast, da waren wir schon ganz nah am Sieger, ja, gegen AS Monaco zu Hause. Und das gibt den Jungs natürlich eine breite Brust und auch die Zuversicht zu sagen, okay, wir können auch solch große Mannschaften dann einmal besiegen. Mhm, das hast du schon vorher angesprochen, Q3 in der Champions League ist sicher ein Etappenziel, das man mal erreichen muss. Jetzt hat man 5 mögliche Lose zur Auswahl, unter anderem Spitzenclubs wie Benfica Lissabon, die Rangers, Fenerbahce, Dynamo Kiew. Wo soll es Sturm Graz hinziehen? Gibt es einen potenziellen Gegner, wo man vielleicht die besten Chancen auch sieht? Also natürlich Dynamo Kiew ist jetzt aufgrund der politischen Situation ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber alle anderen sind einmal, da wissen wir, da erwartet uns einmal extreme Stimmung. Also wenn man Glasgow Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Fenerbahce, also das wird extrem stimmgewaltiges Auswärtsspiel werden. Auch für unsere Fans eine richtig coole Auswärtsfahrt. Und natürlich wird daheim auch das Stadion übergehen. Da wird fantastische Stimmung sein und das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir aufsagen. Auswärts nicht zu viel Respekt sagen. Daheim auch mit unseren Fans im Rücken vielleicht dieses Wunderspiel rausschütteln. Und dann ist alles möglich. An einem einzelnen Tag, wenn man den Zugang hat, dass man sich zutraut und das in allen Positionen, die man hat im Verein, dann ist was möglich, auch gegen diese Clubs und von der Attraktivität. Wenn man sich diese Namen dann auf der Zunge zergehen lässt, da warten schon ganz großartige Spiele auf uns. Attraktiv wird es aber auch schon am 9.7., wenn Galatasaray gegen Sturm Graz quasi die Generalprobe spielt. Das könnte vielleicht schon ein Vorgeschmack auf Fenerbahce sein, von der Spielstärke, von der Atmosphäre her. Aber wie groß ist da die Vorfreude bei den Spielern, auf so einen Traditionsclub zu treffen, wo man in der Champions League auch schon vor Jahren, einmal vor Jahrzehnten aufeinander getroffen ist? Ja, es ist top, dass wir so einen Gegner da nach Graz bringen. Mir geht es ja, wir haben ja einen anderen Gegner an diesem Tag mit Brünn, die aufgestiegen sind in die erste tschechische Liga. Wir haben jetzt auch schon geschaut, die auch ein sehr, sehr guter Gegner sind. Und mir geht es darum, an diesem Tag allen Spielern nochmal 90 Minuten in die Beine zu zimmern, in den Kopf zu erleben, da wirklich ans Limit zu gehen. Das ist mein Ansatz, dass man natürlich auch einen attraktiven Gegner dann wie Galatasaray kriegt. Da ist natürlich dann doppelt schön. Da kann man sich dann vielleicht auch ein paar Prozent mehr rauskitzeln. Aber für mich als Trainer gilt es einfach an diesem Tag Limitleistungen im letzten Testspiel vom gesamten Kader abzurufen. Und das ist der Zugang, auf das bereiten wir uns in dieser Woche vor. Und für die Fans ist natürlich schon ein Zuckerl, dass Galatasaray Istanbul zu uns ins Stadion kommt. Mhm. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch wissen, wie dieser Family Day im Rahmen des Vereins Sturm Graz ablaufen wird. Hat man sich von der Vereinsseite gegenüber den Fans auch etwas überlegt oder wird das einfach nur ein Come-Together, miteinander ein bisschen plaudern, austauschen? Genau, Come-Together. Es hat ja in den letzten Jahren leider solche Veranstaltungen aufgrund Corona nicht gegeben und deshalb die Fans können wieder näher an uns ran, können die Burschen auch beim Training wirklich auf die Füße schauen, können danach sich Autogramme holen mit ihren Idolen und tratschen und da ein bisschen in den Austausch gehen. Und das finde ich einfach gehört genauso dazu. Wir sind ein Großclub in Österreich. Wir wollen einfach auch angreifbar sein, angreifbar im Sinne
dass wir Nähe zulassen. Und von dem her ist das schon, glaube ich, ein ganz gutes Event, das heute dann auch da im Rahmen des Trainings dann auch vonstatten geht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Christian. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Boom, 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 boom.